lecker, lecker. Lecker Tee mit Zimt. Ja. Also ich muss jetzt sowieso meine Lanze für Zimt brechen, wirklich brechen. Denn Zimt ist einer der besten Gewürze und überhaupt Lebensmittel. Ist ein Gewürz ein Lebensmittel? Weiß ich nicht, ist mir scheißegal. Jedenfalls ist Zimt einer der besten Produkte, die es auf der Welt gibt. Wirklich jetzt. Zimt ist ja, glaube ich, eine Baumrinde. Ja. Der günstigere Zimt, der kommt von einer nicht so guten Baumrinde und der teurere Zimt ist qualitativ wegen der Rinde hochwertiger. Ja, und eigentlich egal, was man für einen Zimt nimmt, Zimt ist immer lecker. Ist euch das schon mal aufgefallen? Zimt im Kaffee sogar im Winter ist lecker. Zimt im Milchreis und Grießbrei. Zimt mit Birne. Heiße Milch mit Zimt ist lecker. Zimt in Gebäck. Ja. Zimt in Süßigkeiten, Kekse, Kaugummis und Zimt mit Zimt. Also Zimt ist wirklich ein so tolles Produkt. Also auch in Getränke hier, habe ja schon ein paar aufgezählt, aber auch so Zimt hier mit Club Mate gibt es ja auch zu Weihnachten, auch lecker. Oder jetzt gibt es auch eine Red Bull-Sorte mit Zimt. Also Zimt ist wirklich, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr so Zimt findet. Ich liebe wirklich Zimt. Und was ich aber noch liebe, ist der Briefverkehr mit Vincent van Gogh. Mit meinem Bruder, den ich über alles liebe, den ich oft helfen musste in schwierigen Zeiten. Ihr kennt ja die Geschichte, dass er da seine halbe Gesichtshälfte da fast abgeschlagen hat. Aber ich konnte ihn wieder aufmuntern. Jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Ja, wo ist denn mein Brief? Moment, ich suche gerade. Ihr könnt euch ja noch erinnern, was er letztes Mal geschrieben hat, dass er einen Hüftbruch hat und dass er jetzt festgestellt hat, dass er nicht gut zeichnen kann und so eine Dinge. Und ja, ich habe mein Antwortschreiben gefunden und das würde ich euch jetzt mal vorlesen. Lieber Vincent, leider kann ich nicht zu dir fahren in die Niederlande. Hier in Berlin sind gerade minus 1 Grad und es sind 3 Schneeflocken gefallen. Das heißt, der gesamte Bahnverkehr in Deutschland bricht gerade zusammen. Ich könnte dich aber dann im Sommer besuchen kommen. Du darfst dich halt bloß nicht vorher bewegen mit deinem Hüftbruch. Es tut mir leid, wenn du nun zu der Einsicht gekommen bist, dass du nicht zeichnen kannst. Aber wenn du magst, kann ich das Zeichnen für dich übernehmen. Da du mein Bruder bist und du mir sehr wertvoll bist, werde ich auch niemandem sagen, dass ich die Bilder entworfen habe. Bei mir sieht zwar jedes Tier, was ich zeichne, irgendwie wie ein Elefant aus und die Perspektiven sind komplett falsch dargestellt, aber genau das liebt die Kunstszene aktuell in Paris. Ich schicke dir noch 2 Bilder von mir mit. Auf dem einen Bild siehst du mich auf dem Mount Everest stehen und winken, bei dem zweiten unterschreibe ich gerade ein Patent für ein fliegendes Auto. Dein dich, liebender Benjamin. Ja. Aus dem Patent ist leider nichts geworden. Habe ich Verlust gemacht ein bisschen. 3 Milliarden. Aber Erfahrung, man hört ja ganz oft, dass Erfahrung sammeln extrem wichtig ist, aber manche Erfahrungen braucht man auch nicht sammeln. Na, gut. Dann bis zum nächsten Türchen. Ich freue mich schon auf euch. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.